Im 15. Jahrhundert waren Horoskope und die Astrologie total in. Und auch der Habsburger Kaiser Friedrich III. War Fan der Astrologie und wollte deswegen ein Geburtshoroskop für seinen Sohn Maximilian erstellen lassen. Dieses besagte, dass Maximilian 49 und 3 Viertel Jahre alt werden sollte, dass er mit 27 Jahren heiraten sollte und aus dieser Ehe würden 4 Kinder hervorgehen. Allerdings trifft dieses Horoskop nicht ganz zu, denn Maximilian starb im 60. Lebensjahr. Er war zweimal verheiratet, die erste Ehe ging er schon mit 18 Jahren ein und insgesamt hatte der 3 eheliche Kinder und sogar 14 uneheliche. Dass die Astrologie aber auch damals schon nicht als ganz klar angesehen wurde, zeigt ein Zitat aus dem Narrenschiff aus dem Jahr 1497. Viel Aberglauben man jetzt erdichtet, was künftig man an Sternen sieht, ein jeder Narr sich danach richtet. Mehr zum Leben von Kaiser Maximilian findet ihr auf meinem YouTube-Kanal.